Hallo und herzlich willkommen auf meinem Kanal. Ihr seht in diesem Video die Präsentation der VL3 mit Turbine durch Lisa Zosel von JMB Germany, ein Interview mit dem Gründer und Chef des Turbinenherstellers TurboTech Damien Fauvet und zum Schluss das Teaser-Video zur VL3 Turbine des Herstellers JMB Aircraft. Viel Spaß! Ja, jetzt sind wir am Stand von JMB und wir haben die Lisa dabei. Hallo. Die Lisa möchte uns ein bisschen was erzählen zu der neuen VL3 mit Turbine. Ja, Lisa, dann bin ich ja jetzt mal gespannt. Erzähl mal. Ich dachte, du fragst mich jetzt was. Ich kann noch was fragen. Also, geflogen ist das Ding ja schon. Geflogen sind wir schon, richtig. Könnt ihr schon was sagen zur Performance, so im Vergleich vielleicht auch zum 915? Ja, also wir haben die ersten Testflüge, wir haben jetzt erst circa knapp 10 Stunden zusammen geflogen auf der Turbine. Und die Tests haben bislang gezeigt, dass sich alles, also alle Daten von der Speed, vom Verbrauch, von der Steigleistung, alles sehr vergleichbar mit dem 915 ES. Ja. Viele sagen ja, Turbine braucht viel, viel mehr Sprit. Kann man nicht so sagen? Kann man nicht so sagen. Wir haben ein ganz innovatives Produkt Turbine jetzt hier mit drin, ein französisches Produkt mit dem Namen TurboTech. Und die Turbine hat ein sogenanntes Abgasrückführsystem mit integriert, okay, was dazu führt, dass eben Teile rückgeführt werden vom Abgas. Und das bringt uns zu Verbrauchszahlen und Werten, die dem 915 ES sehr gut entsprechen. Ja. Glaubt ihr, dass ihr eine Zulassung als UL für Deutschland schafft? Ich sag mal, wir geben uns Mühe, wir wollen das probieren. Probieren geht über Studieren, wie man so schön sagt. Wir wollen tatsächlich, mit dem DAEC sind wir da auch schon im Gespräch, was für einen Weg man gehen könnte. Wir haben ein paar gute Grundvoraussetzungen in der UL-Bauvorschrift, die das unterstützen könnten. Wie es wirklich aussieht, wird sich sicherlich erst in den nächsten 3-4 Monaten zeigen, dass wir aussagekräftiger sind. Aber ja, der erste Schritt und die erste Idee ist, eine UL-Zulassung zu erhalten. Und wenn nicht, dann experimental oder was? Dann als experimental, genau. Ja, okay. Gehen wir nochmal drum rum? Gerne. Also was man vielleicht sieht im Vergleich zu der 915 ES, sie hat jetzt nochmal aufgrund der Turbine eine längere Nase, eine schlanke Nase bekommen. Und wir haben einen neuen Propeller drauf, hier jetzt sogar ein 5-Blatt-Propeller von Duc, was das Ganze natürlich auch unheimlich rassig aussehen lässt. Ja, ja, schon Wahnsinn, ne? Und was natürlich bei Turbine immer der Knaller ist, ist der Sound, ne? Der Sound ist der Wahnsinn. Und auch vernachlässige nicht diesen wundervollen Geruch. Man muss drauf stehen, aber es riecht halt wirklich gut. Was man auch sagen muss, also ein Riesenvorteil, du kennst es ja schon, Michael, aus deiner 915 ES, beziehungsweise du hast auch den direkten Vergleich zur 912 ES, zur 912 ULS damals gehabt. Ich weiß nicht, ob du dich noch daran erinnern kannst, aber es machte immer so. Die 915 ES ist schon ein bisschen turbiniger, ein bisschen ruhiger und die übertrifft es wohl nochmal. Es ist wohl eine absolute Ruhe, eine absolute Laufruhe mit drin. Das Schöne ist, die Turbine hat 3000 Stunden TBO und ist insgesamt natürlich auch ein bisschen wartungsfreier. Ne? Können wir die aufmachen? Sehr klar. Wie ist das von der Motorsteuerung? Ist das irgendwie komplizierter? Oder? Viel einfacher als der 915 ES. Es gibt einen Startknopf und einen Ausknopf. Und ansonsten, das siehst du vielleicht ganz gut jetzt in der Mitte, da hast du noch deine Propellerverstellung mit dabei, die hydraulische. Hier reden wir von einem Single Lever, das heißt, an der Stelle des Gashebels wird eben sowohl der Motor als auch direkt der Propeller angesprochen. Okay. Ja. Wann habt ihr die erste Maschine zur Verfügung, dass man einen Probeflug machen kann? Gute Frage, nächste Frage. Nein, also wir wollen jetzt, wir haben uns entschieden, da ist auch immer so ein bisschen vielleicht der deutsche Konservatismus mit vorne dran. Wir haben für uns entschieden, wir wollen sie jetzt selber erstmal fliegen im Werk, diese Maschine hier von Jean-Marie.
und wollen wenigstens erste Eindrücke bekommen, in welche Richtung es in die Zulassung geht. Und dann wird es auch in Deutschland eine Turbine geben, die man sich anschauen kann. Und jetzt mal bestimmt eine sehr, sehr beliebte Frage zum Preis. Ist das irgendwo in der Region 915 IS oder kostet das mehr? Es wird mehr kosten, so viel wissen wir schon, definitiv. Ja. Aber ich kann dir die konkreten Zahlen jetzt noch nicht geben, weil die sind einfach noch in einer Besprechung. Ja, dann würde ich mal sagen, total cool. Noch einmal in der Totalen. Schön, dass du uns besucht hast. Ja, das auch schön. Vielen Dank, Lisa. Vielen lieben Dank. So I'm Damien Fauvet, I'm CEO of TurboTech, and I created the company 5 years ago with a fundraising with some with Safran Group and private fundraising. So Safran is have a little part of our company, and we developed this engine, and we managed to develop a new engine, a 250 horsepower, and we will certify this engine with EASA. We hope in some years we think it will take 3 years to have a certified engine. So this is the first regenerative turboprop engine. So here you have a conventional turbine, like an APU you can find in an Airbus, but our braking technology is the introduction of a heat exchanger. In fact, we will recover the heat from the exhaust gas of the turbine and reintroduce it into the combustion chamber. This cycle, it's a regenerative cycle, exists since a long time. You will find this kind of turbine in, for example, battle tanks, in the M1 Abraham battle tanks, or in big electric plants, or in big chips. But our goal was to miniaturize and to make a very light and compact heat exchanger that can be installed in an ultralight aircraft, and it's what we've done. So here you have the turbine with the fuel injectors, the heat exchanger, which is constituted of thousands of microtubes. And here you have the gearbox with the air inlet of the turbine. The heat exchanger allow to divide by two the fuel consumption of a little turbine. So this is the reason why we will have a fuel consumption of around 25 liters per hour at the cruise setting and as low as 19 liters per hour at 8,000 feet of altitude. So, and the engine is 100 horsepower at ESA condition on takeoff, and the complete weight of the package is around 80 kilograms. So you have, it's 30% lighter than a conventional piston engine with the same fuel consumption. And the TBO will be 3,000 hours, and the reliability will be very high, of course, because it's a turbine. And another thing to notice is that it's a polyfuel engine. You can burn diesel, JT1, gasoline, UL91. It's really agnostic to the fuel. You can blend it into the fuel tank. It will work. The engine is totally FADEC control. It's an electronic control engine. You have a start button, a stop button, and just a throttle lever. It's very simple to operate. And we wanted to make an engine which is virtually impossible to break because it's only managed by an electronic control unit. And so you have in the gearbox, maybe some details, you have an oil tank that is integrated into the engine, and it's totally integrated to the gearbox. And we expect to have very low maintenance costs because the first maintenance step will be at around 200 hours. It's the oil drain. And after, you will have to check and maybe change the fuel injector at 500 hours. So there is significantly lower maintenance than a piston engine. And this is the reason why we expect to have less cost of ownership than a conventional piston engine. Very nice. Yeah. You told us it's possible to run it with UL91. Yeah. We can virtually
use UL 91, but 95? Yeah, we more gas, we try synthetic air fuel, many type of fuel. Olive oil. Yeah. Not vodka, not at this time. Soda, Coca-Cola.